Also der Patient, den wir operieren werden, hat eine Abnützung des Daumensattelgelenkes, eine Rhizarthrose. Es wird sehr oft ausgelöst durch berufliche Tätigkeiten, durch eine vermehrte Oppositionsstellung des Daumens, aber auch durch eine Bindegewebslaxizität. Der Patient ist beruflich handwerklich tätig, ist viel feinmotorisch tätig und hat deshalb eine Arthrose dieses Gelenkes bekommen. So, wir sehen halt bei diesem Patienten hier am Röntgenbild die ausgeprägte Arthrose des Daumensattelgelenkes in diesem Bereich. Wir sehen osteophytäre Anbauten, auch zum zweiten Strahl hingehend, solche zystische Veränderungen im Bereich des Metakarpale, also des ersten Strahls. Wo wir die Prothese einsetzen, wird in dieser Position sein. Hier kommt der Schaft rein und hier wird eine Pfanne eingefräst in das Trapezium. Das Trapezium ist bei diesem Patienten sehr klein. Das große Vielleckbein ist sehr klein ausgeprägt. Es wird wahrscheinlich auch ein Mitgrund sein, warum der Patient eine Rhizarthrose hat. Hier müssen wir aufpassen, dass wir bei der Verankerung der Pfanne das Trapezium nicht sprengen. Jeder Patient, der bei uns operiert wird, hat eine gewisse Therapiekaskade schon durchlaufen. Es sind zuerst einmal konservative Therapien, die man ansetzt ohne Operation. Der Patient macht eher Physiotherapie, Eigenbehandlung, Schonung, eine Schienenbehandlung und so weiter. Dann ist auch die Möglichkeit vorhanden, das Daumensattelgelenk zu infiltrieren, auch mit Cortison, Eigenfett oder Hyaluronsäure. Und wenn dies alles nicht mehr funktioniert, dann geht man zu einem operativen Vorgehen. Man hat hier eigentlich drei verschiedene Operationsmöglichkeiten, die man je nach Patient angepasst anwenden kann. Die erste Möglichkeit wäre, dass wir rein diesen abgenützten Knochen des Trapeziums entfernen, also das große Vieleckbein wird dann entfernt und ersatzlos wird die Kapsel zugenäht und das Gelenk wieder verschlossen. Der Nachteil dieser Operationsmethode, wenn ein Knochen dieses schadhaften Gelenkes entfernt wird, ist, dass der erste Strahl, also der Daumen, nachsinkt in diese Lücke. Und dadurch kommt es oft zu einer erneuten Arthrose-Abnützung im Folgegelenk. Um dies zu vermeiden, gibt es andere Operationsmethoden. Eine wäre zum Beispiel, dass wir eine körpereigene Sehne verwenden, die wir von hier entlang entnehmen, durch einen kleinen Schnitt, durch ein Instrument reingehen, diese Sehne nach unten ziehen und den ersten Strahl an den zweiten Strahl anbinden. Das wäre die sogenannte Eppingplastik, die man hier durchführen könnte, eine Resektionsarthroplastik. Die soll eigentlich vermeiden, durch diese Anbindung, dass der erste Strahl wieder zurückrutschen kann. Eine neuere oder modernere Operationsmethode ist eine kleine Totalendoprothese, also eine Prothese, die wir in dieses Daumensattelgelenk einsetzen. Der große Vorteil der Operationsmethode ist, dass wir den Knochen nicht resizieren müssen und die Biomechanik, also der Gelenksaufbau, eigentlich wieder so hergestellt werden sollte, wie er zuvor war, bevor die Arthrose gekommen ist. Ein Riesenvorteil dieser Operation ist auch, dass wir auf die Eppingplastik, also auf die Entfernung des Knochens und danach die Aufhängung noch zurückgreifen können, wenn die Operationsmethode nicht funktionieren sollte. Wir werden jetzt bei diesem Patienten eine Gelenksprothese in das Daumensattelgelenk einsetzen. Das sieht so aus, dass wir zuerst im Bereich des Metakarpalknochens, im Bereich des ersten Mittelhandknochens, einen Schaft einsetzen und dann in das große Vieleckbein eine Pfanne einfräsen werden. Dies wird dann verbunden mit einem kleinen Kopf, schaut aus wie eine kleine Hüftprothese, ist vom Aufbau eigentlich sehr ähnlich und funktioniert, auch laut der letzten Literatur, sehr gut, auch im Langzeitverlauf. Wir haben in der letzten Literatur Langzeitergebnisse, die von 93% Überlebensraten dieser Prothese über 10 Jahre sprechen. Das ist eigentlich bei uns ein sehr gutes Ergebnis. In der Vergangenheit, wo man diese neuen Prothesendesigns noch nicht hatte, waren die Daumensattelgelenksprothesen mit einer sehr hohen Lockerungsrate behaftet, weil wir ja im Bereich des Vieleckbeins das Problem haben, dass wir hier bei der Pfannenverankerung schlechte Knochenqualität haben und eigentlich ein Sattelgelenk in ein Pfannengelenk umwandeln müssen. Diese neuen Prothesendesigns, die wir jetzt zur Verfügung haben, schauen so aus, dass wir nicht zementiert die Pfanne einsetzen können und sehr große Kopfdurchmesser verwenden können, sodass die Belastung auf das große Vieleckbein und die Pfanne reduziert werden kann und durch den großen Kopfdurchmesser das Gelenk nicht mehr so leicht herausspringen kann aus der Pfanne. Dieses Herausspringen des Gelenkes war früher mal eine der häufigsten Komplikationen dieser Operationsmethode.
Also wir in Graz implantieren ungefähr 40 bis 50 Daumen- und Sattelgelenksprothesen im Jahr. Aber wir machen noch genauso viele Operationen der alten Operationsmethode, der Aping-Plastik, der Aufhängeplastik. Grund hierfür ist natürlich auch der Patientenwunsch. Viele Patienten möchten keinen Fremdkörper eingebaut haben, keine Endoprothese eingebaut haben und möchten eher eine Versorgung mit körpereigener Sehne. Aber man muss auch sagen, für sehr viele Patienten ist die Prothese nicht geeignet, weil nach dem großen Vieleckbein andere Gelenke anschließen. Und wenn diese Gelenke betroffen sind bei fortgeschrittener Arthrose, kann man eine reine Gelenksprothese dieses einzelnen Daumen- und Sattelgelenkes natürlich nicht mehr durchführen, wenn die Arthrose auch andere Gelenke betrifft. Hier macht es dann nur Sinn, den Knochen komplett zu entfernen und diese Aufhängeplastik durchzuführen. Der große Vorteil der Prothese, der Gelenksprothese im Daumen- und Sattelgelenk ist, dass die Biomechanik wiederhergestellt wird, so wie sie war, und der Patient sehr schnell wieder die volle Einsatzfähigkeit seines Daumen- und Sattelgelenkes hat. Das geht natürlich schneller als mit der anderen Methode, wo sich das Gelenk anpassen muss auf die neue Situation. Hier dauert die Rehabilitation deutlich länger. Ein weiterer Vorteil der Prothese ist, wie gesagt, dass wir auf die andere Operationsmethode wieder zurückgehen können. Ein Vorteil der Aufhängeplastik, der Aping-Plastik, ist, dass wir kein Fremdmaterial verwenden können, dass wir weniger Infektionsrisiko haben und dass nur körpereigenes Material verwendet wird und keine Abnutzung entsteht wie bei einer Gelenksprothese, wo natürlich sich das Inlay, diese Gleitbarung, irgendwann abnutzen wird. Als Operateur führe ich beide Operationen sehr gerne durch, aber natürlich sehe ich es sehr gerne, wenn es dem Patienten nach kurzer Zeit wieder besser geht, nach der Prothesenversorgung, und die Feinmotorik des Patienten sehr schnell wiederhergestellt wird, in sehr kurzer Zeit. Wenn ich selber so eine Daumen-Sattelgelenksabnutzung haben sollte oder bekommen sollte, dann würde ich in meinem Alter eher eine Prothese bevorzugen, weil ich hier von der Feinmotorik in meinem Beruf viel mehr durchführen kann. In späteren Jahren wahrscheinlich wäre ich auch mit einer Aping-Plastik, einer Aufhängeplastik zufrieden und würde dies durchführen.